Hallo Freunde, heute möchte ich eine ganz neue Serie begründen, in der ich euch durch unser Animationsprogramm Toon Boom Harmony führe und euch das nötige Werkzeug in die Hand gebe, hiermit professionelle Animationen zu produzieren. Außerdem hat das noch keiner in Deutschland gemacht, also ran an die Arbeit, würde ich behaupten. Doch freut euch nicht zu früh, in diesem ersten Video soll es vor allem darum gehen, warum wir bei Omme Cartoons auf Toon Boom Harmony setzen und welche Vorteile es uns gegenüber anderen Branchengrößen wie Adobe Animate oder TV Paint bietet. Und ich dachte, hier könnte man was lernen. Du bist einfach nur ein verräterischer, blöder Arsch, aber... Also, warum gerade Toon Boom? Es ist teuer und viele Leute lassen ihn an. Es sei verdammt kompliziert und eigenartig. Fangen wir von vorne an. Ich selbst habe jahrelang mit Adobe Animate, ehemals Adobe Flash, gearbeitet und lange damit gehadert, zu Toon Boom zu wechseln. Letztendlich habe ich es doch getan, da ich den Anspruch hatte, professionell als Animationskünstler durchzustarten und ein eigenes Studio im deutschsprachigen Raum zu etablieren. Animate ist für diesen Anwendungsbereich eigentlich nicht konzipiert worden, wenngleich Adobe sich in den letzten Jahren verstärkt darum bemüht hat, es an die professionellen Animationsprogramme anzupassen und sich auch zugegeben gerne an deren Funktionen bedient. Adobe Animate wurde zum Erstellen von Vektorgrafiken und Animationen entwickelt, nicht aber zwangsläufig solchen, die ihr im Fernsehen oder Kino sehen könnt, sondern jenen, die Webdesigner-Assistent Uwe auf seiner Webseite einbindet, um diese attraktiver aussehen zu lassen. Das hat aber leider keinen Web-Hobby- oder semi-professionellen Animator interessiert und somit ist Animate in dieser Nische zum dominanten Programm geworden und es sind zugegebenermaßen auch viele tolle Cartoons und unzählige 2D-Games daraus entstanden. Auch nutzen einige Studios Animate, jedoch im Zusammenhang mit anderen Programmen wie After Effects, da Animate mit seiner Art Power nicht wirklich ausreicht. Und ich möchte nicht in Abrede stellen, dass Animate nicht auch seinen Zweck erfüllen kann, aber es macht den Weg zum Ziel deutlich schwerer und manche Visionen ganz und gar unmöglich. Alleine schon deshalb, weil in Animate viele Animationsstile undenkbar sind. Eines der schlimmsten Probleme für mich ist die Brush von Animate. Diese fällt sich nämlich sehr eigenartig, weshalb ihr einen Großteil eurer Arbeit damit verbringen müsst, eure Brush Strokes, zu Deutsch Pinselstriche, zu cleanen. Davon abgesehen bietet Animate einen limitierten Funktionsumfang, der sich auch auf das Endprodukt auswirkt, der einfachste Arbeitsschritte viel zu aufwendig macht und das hat sich auch nicht geändert mit dem Namenswechsel von Adobe Flash zu Adobe Animate. Wer hätte es gedacht? Toon Boom ist indes zum Industry Standard avanciert. So gut wie alle Studios im 2D-Animation Sounds-Genre nutzen Toon Boom und die meisten eurer Lieblings-Cartoon-Serien werden mit Toon Boom gefertigt. Daneben ist TV Paint ebenfalls weit verbreitet und viele Profis schwören hierauf, allerdings hält es kein Vektor-Drawing bereit und scheidet allein deshalb für uns aus, da wir zumindest in manchen Cartoons diesen Look wollen. Außerdem gibt es in Toon Boom neben Vektoren auch Bitmap-Drawing, also das, was TV Paint bereithält. Oh mein Gott, es kann beides! Wie ist das möglich? Zugegeben, Adobe Animate ist das einsteigerfreundlichere Programm und die Lernkurve ist definitiv steiler, jedoch stoßt ihr gleichermaßen schnell auch an die Limits. Toon Boom ist für Profis, es war immer schon an die Profis adressiert und liefert alle Werkzeuge, die man im Alltag eines Animators benötigt. In Toon Boom gibt es Funktionen, mit denen sich dieselben Aufgaben effizienter und schneller lösen lassen als in Animate. Neben dem normalen Lerntyp gibt es eine komplett andere Organisationsstruktur, die sich NodeView nennt. Diese lässt Komposition nicht in einem Schlachtfeld enden und macht anspruchsvolle Kompositionen erst möglich. Bei Animate bräuchte man hierfür ein weiteres Programm, um dieses Ergebnis zu erreichen. Ihr könnt visuelle Effekte, Licht und Schatten in Hülle und Fülle auf eure Komposition anwenden und braucht dafür kein weiteres Programm wie After Effects. Komplexe Rigging und Deformer-Tools wie in Toon Boom gibt es schlichtweg nicht in Animate, das macht manche Typen von Animationen ganz und gar unmöglich. Harmony hat eine 3D-Stage, mit der ihr super Kamerafahrten und einen fantastischen Parallax-Effekt hinbekommt. Und ein Punkt, der mir persönlich unglaublich wichtig ist, Zeichnen in Harmony macht wirklich Spaß. Brush und Pencil verhalten sich super akkurat und natürlich. Ihr habt viele Möglichkeiten, hier Feineinstellungen vorzunehmen. Ihr könnt in Bitmap und Vektor arbeiten. Es gibt texturierte Vektorbrushes und unfassbar viele nützliche Funktionen, die den gesamten Arbeitsprozess vom SketchUp bis zum Endprodukt extrem vereinfachen. Und damit kommen wir zum Preis. Der ist nämlich recht derbe, wenn ihr die stärkste Version, nämlich Toon Boom Harmony Premium habt. Ehrlich gesagt ist das die Variante unserer Wahl, da hier der voller Funktionsumfang gegeben ist und dieser spätestens beim Compositing gebraucht wird. Ihr könnt monatlich, jährlich oder eine lebenslange Version kaufen. Die letzten beiden Optionen sind definitiv die wirtschaftlichsten. Für Schüler, Studenten und Lehrer gibt es weiterhin stark vergünstigte Versionen von Toon Boom Harmony, also checkt das auf jeden Fall aus, wenn ihr zu diesem Personenkreis gehört. Es ist ein High-End-Animationsprogramm, der Preis ist nun mal sehr hoch. Jetzt werden sicherlich einige sagen, oh mein Gott, warum sollte ich mir als Anfänger so ein teures Programm zulegen? Und da muss ich
ganz kurz einhaken. Als Anfänger habt ihr eh nichts in einem Animationsprogramm verloren, weder in Adobe Animate, noch in Toonboom, noch in TV Paint. Whatever. Zuerst solltet ihr erstmal lernen zu zeichnen und dafür braucht ihr ein Programm, das sich Papier und Stift nennt. Dann könnt ihr eure erlernten Kenntnisse digital anwenden in einem Zeichenprogramm und wenn ihr das beherrscht, seid ihr bereit, eure ersten Babyschritte in einem Animationsprogramm zu machen. Ich weiß, das klingt gerade super doof, ihr wollt eure Ideen in bewegtem Bild sehen, aber in dieser Reihenfolge geht man am intelligentesten vor. Believe me, ich habe den Fehler gemacht und ich hasse mich dafür, verdammter Scheiße. So, genug der warmen Worte, nun möchte ich euch noch einen kleinen Ausblick über die kommenden Episoden geben. In der ersten Episode werden wir ein paar generelle Funktionen, Shortcuts, Panels und wie ihr euren Arbeitsbereich anpassen könnt, lernen. Darüber hinaus werde ich euch wichtige Voreinstellungen zeigen und ja, euch den Weg quasi ebnen. In der zweiten Episode lernt ihr, wie ihr in Toonboom zeichnen könnt und welche Füllanmöglichkeiten euch hierfür bereitsteht. In der dritten Folge erkunden wir dann Harmonies Animationstools und wie ihr euren Animationsprozess effizient gestalten könnt. In der vierten Episode geht es dann endlich ans Coloring. Auch hier hat Toonboom eine ganze Menge zu bieten und ich freue mich darauf, das im Detail mit euch zu besprechen. In der fünften Episode geht es um Compositing bzw. die Grundlagen von Compositing. Also hier gibt es echt eine ganze Menge zu sagen und da könnte man unzählige Videos zu machen. Wer weiß, vielleicht passiert das ja auch noch. Jedenfalls wird in der fünften Episode Composed. Wir werden unsere Vorarbeit nun zu einer fertigen Szene zusammenstellen. Und ja, be prepared. Stellt euch ab jetzt auf eine Episode wöchentlich ein. Und ja, nächste Woche geht es dann endlich richtig los. Bis dahin, macht es gut. Lasst mir ein bisschen Feedback da. Ciao, macht es gut. In diesem Moment trage ich einen Hut. La 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 la. La 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 la.